So, gehen wir mal runter, würde ich sagen. Gucken uns an, ob wir irgendwas Cooles hier finden. Oh, wir finden direkt den Zwerg. Lockhart Donnerstein. 78. Ach, übrigens, ab hier weiß ich auch nicht mehr, wo es hingeht. Wer wagt es, Donnerstein in der Abgeschiedenheit seines Exils zu stören? Ein gut gekleideter Zwerg, der ich bin. Vergebt mir eure Hoheit. Ich hatte keine andere Wahl als... Ruhe! Dieser Frevel ist unverzeihlich. Der Verstoß gegen mein althergebrachtes Recht auf Einsamkeit im Exil kann nicht so leichtfertig übergangen werden. Euer Leben steht auf dem Spiel, Fremdling. So sprecht denn rasch, wenn ihr nicht den Zorn von Peinbringer spüren wollt. Wartet einen Augenblick. Ich bin hier mit dem Segen eures Sohnes, oder? Ich würde euch raten, euren Ärger zu bezähmen, Lorcaer. Nein. Vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Kommen wir später wieder. Nein, Segen des Sohnes. Mein Sohn? Randwehr? Wie kann er einen solchen Affront erlauben? Ich kam hierher, um mich in der Klinge meiner Trauer zu winden, um die tausend Tode zu leben, wie es seit alters her das Recht der Könige ist. Diese Gesetze werden seit Anbeginn der uns bekannten Zeit in den Bergen immer weitergegeben. Euer Leben gehört jetzt ihnen, genau wie auch das meinige. Habt ihr das verstanden? Ihr würdet eure Axt gegen einen anderen Zwerg erheben? Euer Volk ist mir vollkommen gleich, Zwerg. Macht ihr euch eine Vorstellung davon, wie viele Zwerge unter der Klinge von Peinbringer gefallen sind? Warum sollte ich mir da über einen mehr Gedanken machen? Haltet ein! Ich komme mit Nachrichten vom Clan der Schwarzen Berge. Ja. Was? Woher wisst ihr? Aber sprecht rasch. Euer Leben steht noch immer auf dem Spiel, Fremdling. Also gut, ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich erzähle die Geschichte. Vergebt mir meine harschen Worte von vorhin, Zwergenbruder. Ich wollte euch nichts Böses. Meine Verbrechen sind schändlich genug, auch ohne, dass ich weiteres Zwergenblut vergieße. Vielen Dank. Ich verstehe, mein König. Ich muss wissen, was genau passiert ist. In all der Zeit seit Verkündung des Urteils habe ich nie davon gesprochen. Meine Scham lähmte meine Zunge. Es scheint, als solle eben diese Scham nun endlich den Verrat ans Licht bringen. Bitte, diese Elfen, die an euch herantraten, wer waren sie? Eine Delegation der Elfen, entsandt von der Silberfürstin höchst selbst. Nicht lange nachdem Bates seine erste Dampfmaschine gebaut hatte, trafen sie hier ein. Die Technologie in Händen der Menschen hatte sich beängstigend schnell verbreitet und weiterentwickelt. Und die Elfen traf es als erste und am härtesten. Wie? Was hat die ausbreitende Technologie bei den Elfen angerichtet? Ja. Ihre Wälder. Ihre Wälder wurden mit Hilfe der Technologie gerodet. Mit riesigen, dampfgetriebenen Baumfellmaschinen. Die ältesten Haine, turmhoch und seit tausenden von Jahren unberührt, wurden ohne Rücksicht zerstört. Vieles davon habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Der alte Wald von Marbihan ist nun kaum mehr als ein Friedhof. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber warum hat sich die Technologie unter den Menschen eigentlich so schnell ausgebreitet? Erste Frage, ihr erwähnt die Silberfürstin, wer ist das? Die Silberfürstin ist Königin Mutter aller Elfen. Sie ist sehr alt, viel älter noch als ich und sehr bewandert in den Dingen der Magie. Wo lebt sie denn? In Quintara, der ältesten Stadt der Elfen, irgendwo im Schimmerwald. Okay, lebt ein Elfen im Wald von Morbihan? Ne, habt ihr erstmal persönlich jemals mit der Fürstin gesprochen? Nein, und ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob sie jemals andere Augen als die der Elfen erblickt haben. In all den Jahren haben wir uns nur über Boten verständigt. Elfen und Zwerge sind grundverschieden und wir meiden einander in der Regel. Aber unsere Beziehungen, so angespannt sie ob unserer Kultur auch sein mögen, waren immer zivilisiert. Wir mögen einander nicht unbedingt verstehen, aber wir haben die Unterschiede immer respektiert. Das ist doch mal schick. Was die Technologie angeht, warum hat sie sich unter den Menschen so schnell verbreitet? Es gibt viele Gründe. Im Vergleich zu anderen Rassen leben Menschen ja nur eine kurze Zeit. Daher glaube ich, dass alle Taten der Menschen in der Angst begründet liegen. In der Angst vor dem Tod. Man sollte meinen, dies sei eine Sache der Relativität.
dass die Menschen lernen würden, mit ihrem kurzen Leben zurechtzukommen und es zu akzeptieren. Aber dem ist nicht so. Das finde ich total faszinierende Gedanken, muss ich sagen. Das ist sozusagen, also auch wirklich mal völlig logisch, auch mal aus der Sicht eines langlebigen Lebewesens, dass er glaubt, dass alle Taten der Menschen aus der Angst her geschehen. Das ist wirklich sehr faszinierend, muss ich sagen. Das müssten wir sozusagen auch sagen, dass alle Taten, die meinetwegen für uns jetzt sagen mal Hunde machen, auch aus der Angst her, von der Angst her geschehen, oder vielleicht nicht Hunde, weil die sind sich ihrer selbst nicht bewusst, oder vielleicht Affen, die ja auch etwas weniger oder etwas kürzer leben als Menschen, dass diese sozusagen immer einfach Angst haben und deswegen viel Blödsinn machen oder viele Dinge schnell machen oder sozusagen auf ihre viel sozusagen auf ihre Nachwelt, auf ihren Nachruf achten würden oder irgendwas in der Richtung. Das finde ich total geilen Gedanken, aber finde ich gut. Und daher blicken die Menschen auf jede Situation, mit der sie konfrontiert werden, durch den Schleier ihrer eigenen Sterblichkeit. Etwas erreichen, Fortschritt, Leistung. Die Menschen werden ständig getrieben vom Schatten ihres eigenen Todes. Und leider vernebelt diese Angst auch ihr Urteilsvermögen. Sie tötet ihren Sinn für richtig und falsch ab. Menschen handeln zuerst, denken später nach und fühlen tun sie erst ganz zuletzt. Na, das ist zwar nicht richtig, aber es muss eine Wahrnehmung sein. Okay, und in Bezug auf die Technologie, was bedeutet das? Als man Bates einen Blick auf die Technologie gestattete, war es um ihn geschehen. Als Mensch war sein erster Gedanke, wozu kann ich das benutzen? Aber er hätte sich fragen sollen, was ist der Preis dafür? Die Technologie ist gerade deshalb in ihren Händen explodiert, weil sie eben nicht mit unserer Langlebigkeit geschlagen sind. Menschen leben selten lang genug, um die Konsequenzen ihrer Fehler zu sehen. Das ist allerdings etwas, mit dem ich absolut voll und ganz zustimme. Adolf natürlich auch, weil er hat sein Zwerg. Lebten eigentlich Elfen im Wald von Morbihan? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke nicht. Doch die Delegation sagte, die Verbrechen richteten sich gegen alle Elfen. Schaut, Elfen fühlen sich stark mit der Welt verbunden, mit der Natur und besonders mit den Wäldern. Man sagt, die Seelen der Elfen wohnten in den ältesten Bäumen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich weiß wohl, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen allem Lebenden und der Magie. Ja, das kann man ja in dieser Welt von Arkham nicht gerade bestreiten, nicht wahr? Was sind die größten Unterschiede zwischen Zwergen und Elfen? Wie ich bereits sagte, besteht eine starke Verbindung zwischen allem Lebenden und der Magie. Und die Magie fließt am stärksten in den Adern der Elfen. Zwerge sind da anders. Wir fühlen uns stark mit der Erde verbunden, doch auf andere Weise. Wir lieben die Dinge, die ewig sind und unabänderlich. Erde, Stein, Metall. In diesen Dingen liegt Stärke, aber kein Leben, wie ihr es kennt. Naja, Metall liebt mich wirklich stärker, aber ist okay. Und die Delegation der Elfen, was hat sie von euch verlangt? Die Elfen sagten, wenn der Schwarzberg-Clan nicht bestraft würde, gäbe es Krieg. Krieg! Ich sagte ihnen, dass wir bereits über eine Bestrafung nachdächten und dass wir als Zwerge uns der Angelegenheit annehmen würden. Das lehnten sie ab. Sie machten das Recht der Betroffenen geltend und wollten daher die Richter sein. Sie stimmten der Verbannung als angemessener Strafe zu. Aber sie wollten es sein, die dieses Urteil fällten. Okay, also eine kleine Machtdemonstration auch noch. Aber wenn sie sagten, sie stimmten der Verbannung als angemessener Strafe zu, dann muss der Vorschlag, oder kann der Vorschlag der Verbannung ja nicht von ihnen gekommen sein, wenn sie aber nur zugestimmt haben, sondern von jemand anderem, vielleicht von dir. Sind Elfen denn ein kriegerisches Volk? Ist das ihre Natur? Nein. Ich weiß, dass es einst, vor vielen Jahren, eine Zeit der Gewalt unter den Elfen gegeben hat. Aber nach allem, was ich von den Elfen weiß, sind sie ein sehr vernünftiges und friedliebendes Volk. Sie wissen wohl, dass ein Krieg letztlich niemandem etwas nützt. Daher war ich auch sehr überrascht, als sie mir mit Krieg drohten. Muss man also fragen, von wem die Elfen dann wiederum getrieben wurden oder von wem sie beeinflusst wurden. Ich verstehe, hier scheint es einige Ungereimtheiten zu geben. Ja, je länger wir darüber reden, desto mehr habe auch ich dieses Gefühl. Ja, die Elfen wären wohl zornig gewesen, aber hätten sie wirklich mit Krieg gedroht?
Morbihan war eine Tragödie, aber sie betraf keine der Elfengemeinden unmittelbar. Vielleicht hat mich meine Furcht bislang blind gemacht für diese Dinge. Und nun dieses Rätsel. Wo sind die Zwerge des Schwarzberg-Clans? Tja, was war es, das euch Furcht einjagte, Lockheer? Warum diese Bedingungen zustimmen? Also Krieg ist natürlich schlecht und wenn, naja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn er ein langlebiges Lebewesen ist und auch die Elfen ein langlebiges Lebewesen sind, dann werden sie relativ langen Krieg führen und werden sich der Konsequenz natürlich auch bewusst sein und dies natürlich auch miterleben. Deswegen frage ich aber trotzdem, was war es, das euch Furcht einjagte, Lockheer? Warum diese Bedingungen zustimmen? Ich bin sehr alt, Fremdling. Ihr mögt nichts von mir wissen, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich genug Zwergenblut vergossen gesehen habe für 1000 Leben. Macht ihr euch eine Vorstellung davon, was ein Krieg zwischen Elfen und Zwergen bedeuten würde? Arcanum selbst würde diesen Konflikt nicht überstehen. Und ich war es so leid, Gräber mit den Toten meines Volkes zu füllen. Aber nichts! Ich entschied, den Zwergen, der Welt, den Preis eines solchen Krieges zu ersparen. Was war die Ehre nur eines Clans schon im Vergleich zu der Katastrophe, die uns anderweitig gedroht hätte? Da ist was dran. Ihr fragt, welches Recht sie hatten? Keines. Sie erzwangen nur eine Entscheidung, und ich entschied mich für den Weg des geringsten Widerstandes, den des geringsten Schmerzes. Darin bestand mein Verrat, Fremdling. Was wollt ihr damit andeuten? Aber ihr habt doch nur aus Sorge gehandelt. Aber gerade das ist es doch. Ich bin der König der Zwerge. Es ist meine Pflicht, sie zu führen und zu beschützen. Aber mehr noch als das ist es meine Pflicht, ihre Ehre zu verteidigen, ihre Zwergenehre. Meiner Furcht oder Sorge zu erlauben, Vorrang vor der Ehre der Zwerge zu haben, war eine unverzeihliche Sünde. Ganz gleich, wie gerechtfertigt diese Furcht auch gewesen sein mag. Ja, ich verstehe, aber hast du nicht auch dich nicht nur für, also du hast dich ja nicht nur für dich selbst gefürchtet, sondern auch für das ganze Zwergen, für alle Zwerge letztendlich. Und weil die auch unter den Konsequenzen hätten leiden müssen und natürlich auch ganz Arcanum. Es ist nicht immer einfach, ein König zu sein. Und ihr habt recht, ihr habt sowohl überstürzt als auch unverantwortlich gehandelt. Nein, das ist nämlich wirklich nicht so, deswegen sei es Erste. Selbst ich als König hätte niemals zulassen dürfen, dass auch nur ein Zwerg seiner Ehre beraubt wird. Ich hätte diese Angelegenheit vor das Volk bringen müssen oder gleich von Anfang an ablehnen. Ich war ein Feigling, ein Versager. Und dieses Exil ist meine Strafe. Stünde ich heute noch einmal vor der Entscheidung, so wählte ich den Krieg gegen ganz Arcanum, um die Ehre dieses törichten kleinen Clans zu bewahren. Ja, Zwerge sind nicht immer logisch, würde ich sagen. Aber okay, aber wohl logisch in seinem System ist das schon logisch, aber naja, Menschen würden vielleicht etwas anders sagen. Ja, Lockheer, aber trotzdem können wir etwas verändern, die Wahrheit herausfinden. Das weiß ich nicht, Fremdling. Ich glaube, für mich ist es zu spät. Nein, Lockheer! Ihr habt doch immer die Möglichkeit, dieses Unrecht zu korrigieren, oder? Also gut, euer Verbrechen ist unverzeihlich, aber helft wenigstens mir. Nein, ich sage das Erste. Nein, mein Freund. Es ist nicht länger meine Bürde. Ich habe eine andere auf mich geladen. Ich habe vor den Zwergen einmal versagt. Das soll nie wieder geschehen. Lasst mich hier zurück, sagt Randwehr. Er wird mich nicht mehr sehen. Jetzt erkenne ich, dass der Preis für meine Feigheit größer war, als ich mir vorstellen konnte. Meine armen Zwergenbrüder. Es tut mir so unendlich leid. Bitte. Nehmt dies. Ein Brief, der mir von der Elfendelegation geschickt wurde. Darin wird der Name Mingorath erwähnt. Mehr habe ich nicht. Und mehr will ich euch nicht geben. Vielleicht solltet ihr euch auf die Suche machen nach Quintara, der Stadt der Elfen. Ich weiß nicht, wo sie sich befindet, aber das Dorf Stillwater liegt in der Nähe des Schimmerwaldes, von dem es heißt, in ihm befände sich Quintara. Ah ja. Vielleicht weiß jemand aus Stillwater, wo Quintara liegt. Ich markiere die Karte. Vielen Dank. Aber mehr habe ich nicht zu sagen. Lasst mich allein. Ich kehre in mein Exil zurück. Ich bin nichts. Wow, das sind doch mal starke Worte. Ja, hier ist noch ein Durchgang.
Ich überlege gerade, ob wir den Durchgang rückwärts nochmal gehen, sozusagen in die Tiefen steigen. Ich würde es mir ganz gerne wenigstens mal ansehen. Erzgolems. Flammengolems. Granitratte. Tschüss. Ja, achso. Randvor! Seid gegrüßt. Hallo Randvor, habt ihr wohl einen Moment Zeit für ein Gespräch? Aber natürlich, was braucht ihr? Ah, genau, ich bringe Kunde von Torwald Zwiestein. Torwald! Es ist schon eine ganze Weile, er ist schon eine ganze Weile fort. Wir haben bereits daran gedacht, einen Suchtrupp rauszuschicken. Immerhin ist das jetzt schon 100 Jahre her. Aber andererseits war Torwald schon immer ein Einzelgänger. Welche Kunde bringt ihr von ihm? Er ist auf der Insel der Verzweiflung. Ich erzähle ihm von Torwald. Ich danke euch dafür, dass wir nun Gewissheit haben. Ich werde so bald wie möglich einen Trupp losschicken. Wir bringen ihn nach Hause. Oh, das ist ja super. Ich bin froh, das zu hören. Noch ein oder zwei Kleinigkeiten. Aber natürlich, was braucht ihr? Ich habe euren Vater gefunden. Er gab mir Informationen, die ich benötigte. Ich bin sehr froh. Viel Glück bei eurem Tun. Ich hoffe, ihr findet die Wahrheit. Können wir sonst noch irgendwas besprechen? Was wünscht ihr von mir? Wirklich, mit dir redet gerade keiner, aber was kann ich euch erzählen? Was sollen wir jetzt machen? Zuerst Zwerge und jetzt Elfen. Dieser Wahnsinn wird uns noch über den ganzen Kontinent jagen. Quintara liegt irgendwo im Schimmerwald, glaube ich. Wir müssen nach Stillwater gehen und dort jemanden suchen, der uns den Weg dorthin weisen kann. Okay, sehr schön. Apropos, wir können auch gleich mal Magnus mal fragen. Wie darf ich euch behilflich sein? Ich habe ein paar Fragen. Was wisst ihr über diesen Ort? Ja, das ist der Rat-Clan. Heimat von König Logger Donnerstein. Passt verdammt nochmal auf, wie ihr euch hier benehmt und versucht, mich nicht lächerlich zu machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich hier jemanden treffe, den ich kenne. Wahrscheinlich sind sogar auch ein paar Familienangehörige hier. Ja, weil du auch zum Clan des Rates gehörst, mein Freund. Mhm. Noch ein oder zwei Kleinigkeiten. Wie darf ich euch behilflich sein? Ja, gut. War mal nichts weiter zu sagen. Jaina, was hältst du denn davon, dass wir hier sind? Was willst du mit diesem Ort? Sieht sich umschüttelt in den Kopf und sagst du immer eigentlich nichts. Okay, und Sock? Ein paar Fragen. Mit denen kann man nicht reden. Okay. Kommt bitte alle mit. Vielen Dank. Ich muss mich ganz kurz noch mit dem Randvor sprechen. 93 hat er mittlerweile als Gesinnung. Hallo Randvor, habt ihr einen Moment Zeit? Ja, hat er. Das hat man eigentlich schon. Ich hatte auch ein paar weitere Fragen zu dem, was ihr mir bislang erzähltet. Erzählt mir von der Zeit, da euer Vater ging. Na gut. Ihr wisst, dass der Schwarzberg-Clan verbannt wurde und ihr wisst, dass die Elfen ihre Finger im Spiel hatten. Als ihr von der Verbannung zurückkam, schämte sich mein Vater dieser Sache so sehr, dass er ins Exil ging. Okay, ein paar andere allgemeine Fragen. Da wollte man gerade wieder rein, genau. Welche Gründe gab es für eine Verbannung des Schwarzberg-Clans? Der Schwarzberg-Clan hatte Gilbert Bates in einige Geheimnisse der Technologie eingeweiht. Deswegen verbreitete sich Technologie wie ein Lauffeuer in ganz Arcanum. Und nicht lange darauf traten einige Elfen an meinen Vater heran und verlangten Vergeltung. Wer diese Elfen waren, weiß ich nicht. Die Bestrafung bestand in der Verbannung des Schwarzberg-Clans, der meinem Vater zustimmte. Okay, vielen Dank. Das nochmal? Nein. Gut, dann haben wir alle Informationen aus hier rausgequetscht, offensichtlich. Und können eigentlich jetzt gehen. Speichern. Nee, wir brauchen dich eigentlich nicht wirklich. Ich würde mir ganz gerne noch ein bisschen die Höhlen hier ansehen. Was war das denn gerade? Was es noch so alles gibt? Ich kam, glaube ich, von da oben oder so. Genau, dann würde ich jetzt mal hier runtergehen. Ich nehme mal, das ist das Tiefloch. Halt, was habt ihr hier zu suchen? Ich schaue mich nur um für diese Stufen. Das sind die Höhlen des Tieflochs, eines alten Minensystems. Ah, ich will mich gerne ein bisschen umsehen, wenn es euch recht ist. Es tut mir leid, aber auf Befehl von Randvor Donnerstein darf niemand in das Tiefloch hinabsteigen. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann solltet ihr es mit ihm ausmachen. Dann muss ich mich verabschieden. Okay, dann eben nicht. Wir könnten doch von unten, von hinten ins Tiefloch gehen, über diese Königskammer. Aber das werden wir erstmal sein lassen. Es sei denn, wir haben gerade wieder zu viel Haltbarkeit auf unseren Waffen. Okay, hier ist irgendwie nichts. Ich habe jetzt offen gestanden, Mutter hat wirklich gar keine Lust auf irgendwelche Feuergolems und Steingolems und Dinger, in denen ich meine Waffen kaputt kloppe. Da ist gerade ein Zwerg. Hallo Zwerg. Könnt ihr euch behilflich sein? Offenbar nicht, weil du läufst einfach weiter. Das ist nicht gerade behilflich. Ach ja, noch einer. Auch du sprichst nicht wirklich mit mir. Bevor wir uns die Betten da hinten angucken, gucke ich mir... Ach, hier ist noch ein Durchgang. Na gut, gucken wir uns erst die Betten an. Ist hier... Was?
Ja, ist hier irgendwas? Eine unverschlossene Truhe mit auch nichts drin. Eine weitere unverschlossene Truhe mit ebenfalls nichts drin. Ja, okay. Und hier gibt es wahrscheinlich weitere unverschlossene Truhen mit nicht so viel drin. Alter Schwede, ist das groß hier! Halt mal kurz an. Ach du Scheiße, ich muss nur mal... Ach, Entschuldigung. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, was dann hier ist, hier vorne. Und was das da sein soll. Und da unten ist ja... Ich gucke mir erstmal kurz ganz kurz den Durchgang an, wo der ja hinführen könnte, nicht jetzt wieder sonst wohin führt. In eine weitere, noch niedrige Kammer. Alter. Das ist doch ein Scherz. Das sind sogar Bäume. Oh mein Gott. So, bevor wir dahin gehen, das ist ja, also, dass die gleich mal so einen wirklich absurd großen Dungeon hier aufgebaut haben, ist natürlich, muss ich sagen, richtig geil. Ich meine, es dauert erstmal Ewigkeiten, die abzusuchen, aber trotzdem muss ich sagen, ist es richtig geil. Denn es gibt ganz gerne mal Spiele, also auch gerade neumodischere Spiele, wovon mir natürlich jetzt gerade glücklicherweise kein Beispiel einfällt. Die sagen sowas wie, ja, was ich, Zwerge und was ich und was ich, haben irgendwelche großen Dinge gebaut und tralala und hollahü. Und da kommst du mal in so eine Zwergensiedlung oder irgendwas in der Richtung oder auch irgendwelche Großstädte, die irgendwelche Großstädte sein soll. Also das ist irgendwie 20 Häuser. Man denkt an sowas wie, naja, groß ist sehr relativ. Was ist das hier? Ein Altar, ein unverschlossener Altar. Soll man irgendwas draufpacken? Und was ist das? Ein weiterer Altar. Kennst du der Zwergenstein? Was ist wahrhaftiger nur Schau? Nicht Worte noch Magie, nicht Sonne, nicht Bäume, noch des Himmels Blau. O Alberich, großer Gott aus Stein, die Welt lastet auf deinen Schultern. Wir, die wir leben in deinem Herzen, in deine Gedanken, lass uns ein. Wir bringen dich zu den zerklüfteten Felsen, die einst brannten in deinem Leib. Wir bitten dich hier um Stein und Kraft, bis an das Ende aller Zeit. Um Stein wollt ihr? Ah, haha, hier ist also ein weiterer Altar. Ein Altar aus dem Buch der Götter und so weiter und so fort. Was soll man hier als Stein hinpacken? Nura-Münze? Ich speichere ganz kurz mal und gucke mal, ob ich jetzt hier sterbe. Nein. Eine Geode. Nein. Einen Kartokristall. Nein. Ein ungeschliffenes Smaragden. Nein. Ein geschliffenes Smaragden. Nein. Ja, weiter habe ich gar nichts dabei. Das ist ein bisschen doof. Aber hier ist ein weiterer Altar. Gut zu wissen. Da haben wir ja schon mal den zweiten gefunden. Wir haben schon Tonks Altar gefunden. Wir haben jetzt hier Alberichs Altar gefunden. Sehr schön. Und hier vorne war noch was. Ja, genau, ein weiterer Durchgang. Da gab es nicht noch irgendeine Tür oder sowas. Ja, unten gab es eine Doppeltür, genau. Und wo führt das hier hin? Ach, das ist die Altar. Ah, okay. Das ist sozusagen die andere Seite von diesem Ding. Ja, gucken wir uns auch mal später an. Ganz kurz, da wäre so ein Feuerelementar, aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. Junge. Also übrigens, falls ihr euch fragen solltet, warum ich das nicht sofort angucke, das wird eine sehr Episode, so wie es sicherlich nichts mehr werden. Ich will es nicht einfach so durchhasten. Also ich will erstmal lieber noch einen schnellen Überblick gewinnen, was man nächstes Mal noch so machen kann. Die untere Etage angucken ist auf jeden Fall eins von diesen Dingen. Dann war ich hier. Genau, noch so ein Ding, was man noch angucken könnte. Ich würde ganz kurz noch diese Etage hier falsch erkunden. Dazu würde ich ganz gerne wieder meine Rüstung anziehen. Etwa so. Ja, die kann ich auch dahin tun. Was ist hier nochmal? Das ist nicht mein Dietrich. Ach, das ist der Pass. Okay. Gucken wir uns hier nochmal erstmal den Rest an. Ich glaube, hier oben links waren wir noch nicht wirklich, oder? Obwohl, weil hier ist jemand schon zu Tode gekommen. Also waren wir hier oben auf jeden Fall schon mal. Dann kamen wir wohl von hier. Kamen wir von da? Sind dann hier runtergegangen? Ja, hier haben wir die Bergarbeiter getroffen, genau. Hier. Da müssen wir eigentlich nur den Durchgang hier unten mal angucken. Und wie kamen wir jetzt nochmal dahin? Irgendwie so. Oder war diese Spinne bereits das große Ungetüm, was ihr beseitigt haben wolltet? Das wäre natürlich ganz praktisch. Sprechen wir gleich mal an. Hallo Arvid, darf ich für euch einen Augenmensch sprechen? Was braucht ihr? Ich habe die Kreatur. Ach ja, tatsächlich. Ich habe die Kreatur getötet, Arvid. Wirklich? Ich bin beeindruckt, Zier. Was war das denn eigentlich genau? Es scheint sich um eine Familie kristalliner Spinnen gehandelt zu haben. Furchtbare Biester.
Oh, und 98 direkt. Ich habe schon Geschichten über die Terrorkristallspinnen gehört. Vielleicht seid ihr ja an solche geraten. Ich hätte nie geglaubt, dass es sie wirklich gibt. Er schaudert wieder. Vielen Dank euch. Der Ratler steht tief in eurer Schuld. Ja, lebt wohl. Ja, gerne. Wie darf ich euch behilflich sein? Indem ich dich vollquatscht. Beziehungsweise nicht da stehst, wo ich gerne hin möchte. Aber hier, das hat man schon geplündert, war noch ein Durchgang. Hier unten, oder? Jawoll! Rüstung, Dingens, genau. Speichert und hoch, runter, links, rechts. Wo sind wir? Okay. Okay, es gibt für diese Etage ganz offensichtlich drei Zugänge. Der eine ist da, der andere ist da drüben und der dritte ist hier. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwo einen vierten, der sonst wohin führt. Da ist noch einer. Den würde ich gerne mal erkunden, wohin der führt. Wahrscheinlich noch tiefer runter. Also können wir nochmal wenigstens mit dir sprechen, nicht wahr? Bist du vielleicht ein Händler? Das wäre natürlich eine super Idee. Seid ihr Händler? Dinge verkaufen? Kräuterkundiger? Na wunderbar! Ich spüre, dass euch eine große technologische Aura umgibt hier. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Wie kann ich euch behilflich sein? Er kann einen Experten im Heilen ausbilden. Das ist ja geil. Lehrlingsausbildung zum Heilen. Lass mal. Habt ihr irgendwas, das ihr verkaufen oder verkaufen möchtet? Offensichtlich ja. Belebungstinktur. Das würde der Jailer vielleicht gefallen. Wir nehmen trotzdem erst nur dieses Blatt. Und den Salpeter nehmen wir mit. Und diese Wurzel nehmen wir mit. Und was ist das denn? Wasser, schön. Räumermittel, okay. Und das, Doodles Glycerid. Oh. Du bist offenbar nackt, interessant. Ja, Jaina. Wie darf ich euch bitten? Nimm dies und dies und dies. Ja, genau. Und dann sprechen wir dich gleich nochmal an. Welche Art von Sachen könnt ihr für mich machen? Ihr könnt Heilbalsam herstellen, das ist fantastisch. Ihr könnt aber auch Muntermacher herstellen, die ich hervorragend verkaufen kann. Dann habt ihr ja ganze Menge schon. Geschäft. Muntermacher. Verkaufen. Tralalalala. Das gibt auch wieder ordentlich Geld. Ich habe ja nur knapp 9000. So. Wir haben noch 2, 3, 4, 5 Münzblätter. Ne, Kura-Blätter sind das. Ah ja, und keine weiteren. Anderen, egal. Kann ich dir das gleich mal verkaufen hier? Ja, 9 Münzen. Aber auch schon ein bisschen mehr wert mal, ne? Na gut, dann später mal vielleicht mal mehr. Tja, guck mal, vielleicht noch ein Geschäftchen an, wenn es das gibt. Oder hast du noch einen Auftrag? Hast du noch irgendwas, worüber du mit besprechen möchtest? Wenn wir schon mal hier sind. Achso, ich hab nur. Ach nee, das kann ich nicht anziehen. Aha. Dann so. Und so. Vielleicht hat es ja jetzt besser mit dem 9 Münzen. Nein, sehr schade. Kräuterkundige. Auch 103 liebevoll, wie schön. Wo liegt die Elfenstadt Quintara? Tief im Schimmerwald. Ihr würdet das nie finden. Ach ja, vielen Dank. Ja, sonst hast du euch gar nichts zu erzählen. Schade. Das ist ja geil, dass hier eine richtige Siedlung unten ist. Und wer seid ihr wohl? Ihr seht aus wie ein Maschinenkundiger. Das wäre natürlich eine super Idee. Zwergeschmied, ach schön. Ihr seht aus wie eine mächtige technologische Persönlichkeit. Es ehrt mich, eure Bekanntschaft zu machen, Sir. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Ja, kannst du was reparieren? Also gut reparieren? Der Gegenstand muss nicht repariert werden. Auch nicht das nicht, auch nicht das nicht, auch das nicht. 2 Münzen. Ist ein Deal. Ringe braucht man nicht, okay. Ja, was habt ihr denn so im Angebot? Oi, eine Zwergenplattenrüstung, Rüstungsklasse 17, Widerstand gegen Schaden 40, Widerstand gegen Feuer 15, ja, Widerstand gegen Elektrizität minus 20, überraschenderweise, wenn es komplett aus Metall ist, und Geschicklichkeitsabzug oder sowas minus 80. Okay. Dann haben wir noch einen hochwertigen Hammer. Was ist denn daran so hochwertig? Das ist wahrscheinlich einfach nur 120 Haltbarkeit, ist nicht schlecht. Dann haben wir einen Zwergenkettenpanzer, das ist alles für kleine Leute, das wäre natürlich super. Aber mag es mal richtig ausrüsten. Oh, ein Barbaren-Grobschwert. Ich würde ganz gerne alles kaufen, aber es ist trotzdem gar nicht mal wenig Geld. Mithrilerz. Das brauche ich, glaube ich.
Wundervoll. Mithrilerz braucht ich, soweit ich weiß, für auch Kampfhandschuhe. Uiuiuiuiuiui. Die nehme ich auch noch mal mit. Brauchte ich doch für diese supergeile Knarre, oder? Kann ich da nicht gerade irgendwas verkaufen? Nee, das brauchst du nicht. Das ist schade. Gespeichert. Da muss ich ganz kurz nochmal meine Rezepte gucken. Brauchte ich nicht das Ding für die uralte Knarre? Ja, das wollte ich mal ganz zwergisch und total männlich sagen. Denn ich habe ja schon, ich habe das Ding ja in der alten Lagerkiste liegen, noch als Tarant. Jetzt habe ich noch Mithrilerz. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich bald Bronwicks Gewehr herstellen. Ja. Oh ja. Oh ja. Das wird richtig geil. Pimp My Gun, das neue Spiel. Was wünscht ihr von mir? Ich möchte gar nicht mit dir sprechen, genau genommen. Ich möchte eigentlich mit dem lieben Sock sprechen, denn Sock schafft es ganz hervorragend. Erstmal dieses Schwert zu nehmen, dann die Dolche abzugeben und dieses Schwert vielleicht auch noch. Natürlich passt es nicht mehr. Ja, dann dich halt dahin, dich dahin. Ein Schwert, noch ein Schwert, noch ein Schwert, sag ich. Hier, nimm mal so einen Muntermacher. Nimm ich mal so einen Dolch dafür, noch einen Muntermacher. Hast du noch einen Dolch? Doch, hast du ja. Kann ich das mal kurz verkaufen? Geschäft, genau. 18 Münzen, 18 Münzen, ist ganz schön wenig. Und die Deutsche willst du gar nicht haben. Ach, das ist ja dumm. Ja, das muss man auf jeden Fall merken. Hier können wir auf jeden Fall einiges noch an guter Ausrüstung kaufen, weil ich will jetzt nicht das ganze Geld sofort behalten, sofort verprassen. Gehen wir nochmal ins dritte Geschäft. Ich habe das dumme Gefühl, dass du ein Alchemist bist oder sowas. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Gespeichert. Oh, die Anwesenheit. Ja, das hat man, glaube ich, schon. Ach nee, hat man nicht. Oh, die Anwesenheit einer so großen Technologie-Persönlichkeit beeindruckt mich zutiefst. Vielleicht werde ich auch eines Tages über ein solches Genie verfügen. Bitte, womit kann ich euch dienen, Sir? Ja, was hast du denn zur Ausbildung? Reparieren, Fallen entschärfen und Feuerwaffen. Ihr habt bereits die Ausbildung zum Lernen absolviert. Das stimmt. Ich muss noch einen Meister finden. Wo finde ich einen Experten für Schlosserei? Ich weiß, dass es da einen Burschen in Black Root gibt, aber die meisten Schrotthändler, die sich auf Metall- und Maschinenteile sowie sie alle anderen Grümpel spezialisiert haben, können euch wahrscheinlich ebenfalls weiterhelfen. Okay, vielen Dank. Und Handel. Du bist der Elektrotyp. Du hast eine kleine Dampfmaschine? Ich kann dir eine weitere kleine Dampfmaschine geben. Vielleicht, wenn man dir diese Dampfmaschine bringt, freust du dich. Ein explodierender Lockvogel. Was ist das für eine geile Falle? Salpeter hätte ich ganz gerne und die Kohle hätte ich auch ganz gerne. Ich will am besten sowieso alles haben. Ich nehme noch einen Kondensator. Ja, warte mal, was hast du einen Kondensator? Ja, der kostet 26 Münzen. Wir was ausprobieren gleich. Noch irgendwas gerade, was ich hiervon brauche. Was hast du so an? Nix. 26 Münzen, sagt er. Genau. Das brauche ich einmal. Dann hätte ich ganz gern noch das, genau. Tauschhandel. Würdest du, wo ist er denn? Wo ist der Ring? Da. Würdest du diesen Ring kaufen wollen? Nein, willst du nicht. Okay, ich muss halt merken, dass ich etwas mehr als 26 Münzen dafür bekommen möchte. Also wesentlich mehr. Für den Kupferring auch noch den entsprechenden Gegenwert. Aber ich würde vorschlagen, jetzt an diesem wunderbaren Scheideweg, dass wir in der nächsten Folge nochmal, ja, die restlichen Räume hier untersuchen. Also, den Teil haben wir jetzt ja schon. Ich würde ganz gerne mal in den Garten gehen, vielleicht ein paar Pflanzen pflücken, dann hier überall hingehen, das sieht aus wie ein Büro oder eine Bibliothek oder sowas, dann hier hin. Diesen Durchgang kenne ich, glaube ich, auch nicht. Ach doch, ne, diese Durchgänge brauche ich beide nicht. Den Kram würde ich mir auch ganz gerne ansehen. Und vor allem hier, was da noch zu finden ist, würde ich mir ganz gerne ansehen. Sehen wir uns also beim nächsten Mal wieder, wenn wir all dies tun und danach uns mal wieder bei Bates melden, um A, die geile Knarre zu bauen, die wir gerade bekommen haben, oder beziehungsweise wofür wir das letzte Teil bekommen haben. Bin ich eigentlich schon bei C, brauche ich, bei entsprechender Fähigkeit. Moment. Reparieren, Feuerwaffenexperte, das könnte hinhauen. Oder brauche ich das da? Ich glaube, möglicherweise muss ich noch hier einen Punkt investieren, um den Schalldämpferrevolver zu bauen zu können. Oder vielleicht sogar zwei Punkte. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich bin ja fast in 1423 Erfahrungspunkte bin ich ein Level aufgestiegen. Das ist nicht so schlimm. Puh, das wird geil. Ja, sehen wir uns also nächstes Mal wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.